So. Hallo ihr da draußen. Wir sind wieder dabei, The Room zu spielen, liebe Leute. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt ein bisschen Interesse mitgebracht. Ich habe in der Zwischenzeit nicht weitergespielt. Wir haben genau da aufgehört, wo wir angefangen haben. Wir fangen da an, wo wir aufgehört haben. Ich habe jetzt eben gerade dieses schöne Dings da reingesetzt. Jetzt müsste es doch eigentlich... Ich weiß nicht. Brauchen wir es? Nein. Interessant. Doch, das Okular. Okay, ich dachte, wir bräuchten das nicht, aber... Auf geht's. Trial. 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 Das ist ja jetzt wieder so ein leichtes Ding hier, ne? Also... Oder auch nicht. Okay, oder auch nicht. Trial. Ich habe ein L gefunden, Leute. Bin ja begeistert. Irgendwo hatten wir doch hier ein paar Buchstaben da oben. T R I A L Trial. Da hat sich was geöffnet. Ich hab's gesehen. Ja, nö. Ist klar, Leute. Guck mal, ich habe wieder einen Zettel. Ich will den Zettel. 8. Mai. Der Maikister hat die Abdrücke aus Ägypten hergebracht. Das Grundmuster setzt sich fort. Die Tibeter nennen das Nullelement Raum. Die Hindus nennen es Äther. Und die Babylonier ist es ganz einfach oben. Die andere Richtung, das Reich von Ishtar. Noch viel bedeutender ist die ständige Präsenz des Sechsecksymbols. Das gleiche Symbol in unzähligen Kulturen, in unzähligen Jahrhunderten, überall auf dem Globus. Wer würde da noch behaupten, all das sei törichter Aberglaube? Sobald ich das erste Destillat in Händen halte, werden sie mir glauben. Doch vorerst ist die Zahl der Skeptiker um eins gestiegen. McAllister hat mir die Zusammenarbeit aufgekündigt. Ach du heiliges Kaliber. Ich weiß zwar nicht, in was für eine Schose ich hier geraten bin, aber es hört sich nicht sehr positiv an. Was ist das? Was ist das?
was ist das hier? Ich irgendetwas übersehen, liebe Leute. So, was bringt mir das jetzt? Aha. Hä? Sieht ja aus wie ein Bild. Ach, das war ja jetzt einfach, das war dieses komische Symbol, was wir schon ein paar Mal gesehen haben, was oben drauf lag eben. Jetzt ist es weg. Aber jetzt können wir da was aufziehen, Leute. Guckt mal. Ein kleiner Kastenschlüssel. Passt der jetzt vielleicht vorne rein? Da so? Ein lackierter Messingstern. Okay. Stopp! Ach Mensch. Ich habe doch keine Ahnung. Passt der da vielleicht da oben rein? Oder was ist ja auch so ein Stern? Ach! Hallöchen! 21. Juni. Merke dir dieses Datum. Es ist das wichtigste Datum der Menschheitsgeschichte. Ich habe es vollbracht. Ein menschliches Subjekt war vonnöten. Der Katalysator war mein eigenes Dasein. Bei meinen Studien ermüdet betrat ich die Kammer, ohne zuvor den Mechanismus auszuschalten. Als ich das Bewusstsein wieder erlangte, war es geschafft. Das Nullelement ist überwältigend. Es ist weder Energie noch Materie. Ich bin bei seiner Untersuchung schon weit gekommen, insbesondere bei seiner Brechung des Lichts. Heute Abend öffne ich den Wein. Okay, guten Durst. Da ist was. Der hat da was. Der hat was Blaues. Eine Drehscheibe. Was ist das? Okay. Aber ich brauche erstmal die Messingscheibe. Für hier unten. Nein, nicht das. Ach. Bäh. Manchmal ist die Steuerung ein bisschen doof, liebe Leute. Was? Nein. Komm schon. Jetzt muss ich da lang. Ist das doof? Das, jetzt da und da. Ja, nee, ist klar. Was? Wir hatten vorhin Zahlen 2 und 5, Leute, ne? Habe ich es mir richtig gemerkt? Schlüssel, 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 ein großer merkwürdig geformter Schlüssel. Der Schlüssel muss da rein. Kann man den wieder drehen wie den anderen? Nein! Ach, Quark! Jetzt ernsthaft?
Vielleicht habe ich jetzt sogar schon richtig gedreht. So passt der aber nicht. So müsste es. Was haben wir da? Guck mal. Eine kreisförmige Platte mit einem Sternsymbol. Was? Ich... aber... Nein! Nimm nur eins öffnen, Leute! Eins noch! Ach was! Ja, Gott. Hier war doch so eine Drehplatte. Jetzt haben wir sie aufgekriegt, aber das war auch nur alles per Zufall. Ein Gummiband und ein... komm schon. Großes Zahnrad. Aber das Zahnrad könnten wir ja eventuell... hierfür verwenden, oder? Kurbel, Kurbel. Schraubenzieher, ein kleiner Schraubendreher. Du bist ja da theoretisch.
Ein seltsamer Klappschlüssel. Ein mittelgroßes Zahnrad, aber das weiß ich, wo das hingehört. Das muss ja hier mit dran. Noch ein Zahnrad. Das muss ja dann da einfach andere Weite mit dran, ne? So, liebe Leute, das Zahnrad setze ich noch und ich weiß nicht, wie lange ich dann schon wieder dabei bin, aber ich glaube, es ist dann wieder ein wenig Zeit, um aufzuhören. Tada, liebe Leute, ich drehe, 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 drehe. Was passiert? Jetzt, das fängt sich an zu drehen. Aber wie es jetzt weitergeht, liebe Leute, das werden wir in der nächsten Folge sehen von The Room. Bis denn. Tschüss.